Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten Mini-Heimtrainer. Diese drei Pedaltrainer, die wir euch heute vorstellen wollen, kommen von verschiedenen Herstellern und auch aus unterschiedlichen Preisklassen. Die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen aller Pedaltrainer werden wir euch in diesem Video vorstellen. Für weitere Informationen zu den Modellen oder um diese zu bestellen, schaut aber auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle drei Modelle für euch verlinkt. Also, nun viel Spaß bei diesem Video. Für weitere Infos, wie gesagt, gerne in der Beschreibung reinschauen. Das erste und auch günstigste Modell, das wir euch vorstellen wollen, ist der Mini-Heimtrainer Tonturi CardioFit M35. Dieses kompakte Modell besitzt ein sehr kompaktes Eigengewicht von 7 Kilogramm, ist nur 48 cm lang, 34 cm breit und 28 cm hoch. Durch diese kompakte Bauweise kann man wunderbar unter dem Tisch mit dem Modell trainieren und es auch sehr platzsparend verstauen. Das Modell arbeitet mit einem Magnetbremssystem und hochwertigen, leichtläufigen Pedalen. Dies bietet eine sehr gute Laufruhe, egal bei welchem Widerstand. Den Widerstand kann man hier in 8 verschiedenen Stufen einstellen und das Modell so an seinen eigenen Trainingsfortschritt anpassen. Durch die ergonomischen Fußschlaufen und Pedale sorgt man dafür, dass man hier stets einen guten Halt hat und durch die rutschfesten Ständer des Geräts kann man mit dem Modell auch härtere Workouts absolvieren. Welche Geschwindigkeit man gerade drauf hat, wie lange man schon trainiert und wie viel Kalorien man mit dem Modell verbrannt hat, kann man auch jederzeit über das LCD-Display an der Oberseite einsehen. Egal ob ein Beintraining oder Armtraining, mit dem Pedaltrainer Tonturi kann man hier ein kleines Workout problemlos und simpel absolvieren. Ist dieses fertiggestellt, kann man das Gerät, wie gesagt, durch die kompakten Abmessungen sehr platzsparend verstauen. Mit dem integrierten Tragegriff kann man den Pedaltrainer ganz einfach auch von einem zum anderen Ort bringen. Mehr Infos zu diesem Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dieses Modell ist mit leichtem Abstand das günstigste im Vergleich und für noch unter 100 Euro zu haben. Als nächstes möchten wir euch mit das neueste Modell aus dem Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den Pedaltrainer von Sportplus. Dieses Modell aus dem Jahr 2022 besitzt ebenfalls sehr kompakte Abmessungen und ein noch schlichteres und simpleres Design als übliche Pedaltrainer. Zudem kann das Modell durch 8 verschiedene einstellbare Widerstandsstufen überzeugen, sodass man die Intensität des Trainings auf das eigene Fitnesslevel anpassen kann. Neben der klassischen Einstellung der Widerstandsstufen über ein Drehrad überzeugt das Modell auch durch moderne Technik. Verbaut ist ein LCD-Display, welches einen aktuell über die wichtigsten Trainingsdaten informiert, welches aber zusätzlich auch mit einer Smartphone-App verbunden werden kann. So kann man sich seine wichtigsten Daten auch auf seinem Smartphone ganz übersichtlich anzeigen lassen. Und nicht nur das, über diese App kann man seine Trainingserfolge tracken und auch über längere Zeiträume auswerten, sodass man auch seinen Fortschritt hier immer im Blick hat. Zudem ist das Modell bei der Benutzung sehr komfortabel als auch sicher. Für einen guten Halt verfügt der Mini-Heimtrainer über große und rutschfeste Pedalen, welche sich auch noch individuell an jeden Fuß anpassen lassen. Auch dabei sind 4 rutschhemmende Kunststofffüße, die dem Gerät zusätzliche Stabilität während des Workouts verleihen. Durch die sehr kompakten Abmessungen des Geräts von 68 x 43 x 35 cm in der Höhe passt der Mini-Heimtrainer auch unter jedem Schreibtisch und kann nachgebraucht auch sehr platzsparend verstaut werden. Also egal ob für ein Workout auf der Couch, beim Arbeiten im Homeoffice oder auch eine intensive Trainingseinheit, mit dem Pedaltrainer von Sportplus kann man das Gerät für unterschiedliche Trainingsanforderungen benutzen. Zudem hat man hier, wie gesagt, alles sehr schön auf der Sportplus-App im Blick und kann sein Training so auch auswerten. Mehr Infos zu diesem Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gern noch kurz dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch noch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den Tretmann-Pedaltrainer, ein DEKRA geprüftes Modell aus dem Jahr 2021. Die Hersteller von Tretmann haben es sich zur Aufgabe gemacht, die üblichen Probleme mit Pedaltrainern zu eliminieren. Herausgekommen ist ein sehr hochwertiges, stabiles, als auch trotzdem noch kompaktes Modell, welches mit vielen starken Funktionen kommt. Das Modell besitzt eine Abmessung von 48 cm in der Länge, 40 cm Breite und 30 cm in der Höhe. Es arbeitet mit einem sehr leichtläufigen und vor allem äußerst leisen Bandsystem sowie auch mit einer Wirbelstrombremse, die für den Widerstand sorgt. Dieser ist zusätzlich in 8 verschiedenen Stufen einstellbar, womit man hier ein eher entspannteres oder wahlweise auch anspruchsvolleres Training absolvieren kann. Die aktuellen Trainingsdaten wie Zeit, Distanz, Kalorien und Geschwindigkeit werden hierbei stets über das Display angezeigt.
Der Pedaltrainer von Tretmann ist außerdem sehr stark verarbeitet und kann so ein Benutzergewicht von bis zu 210 Kilogramm aushalten. Es wurden hier nur die hochwertigsten Materialien verwendet und es besitzt für eine zusätzliche Stabilität auch 4 rutschfeste Füße sowie auch verstellbare Pedalschlaufen. Zu guter Letzt ist bei dem Modell noch ein Befestigungsgurt dabei, falls man ein sehr anspruchsvolles Training absolvieren möchte, sowie auch ein großes Poster mit vielen Stretching-Übungen und Anleitungen zur Benutzung des Trainers. Durch die 8 Kilogramm und den Tragegriff ist das Modell auch sehr leicht zu verstauen und ist sowohl für Senioren, Erwachsene als auch Kinder geeignet, die sich einfach nebenbei fit halten wollen, Gewicht verlieren wollen oder beispielsweise Gewebswasser, Thrombose und Gelenkschmerzen vorbeugen möchten. Mehr Infos zu diesem starken Modell über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort unten mal nachschaut, findet ihr wie gesagt auch die beiden anderen Pedaltrainer und könnt diese nun noch für euch vergleichen. Alles ist dort unten verlinkt, was ihr wissen müsst, also schaut da gerne mal nach. Wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr aber auch gerne hier einen Kommentar schreiben. Wir bedanken uns nun fürs Zuschauen und sagen damit viel Spaß beim Training.